Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute schauen wir uns an, wie man Raketen landen kann. Und zwar kennt ihr ja meine SFS Colony-Serie, wo ich dann mit Hilfe der Avalon und Atlantis Raketen Nutzlast in den Orbit bringe und damit schließlich wieder auf der Erde lande. Ich habe bereits ein Tutorial gemacht in der 1.5.2, also das ist schon Ewigkeiten her. Es wird Zeit für ein neues Tutorial und da sind wir hier. Wir bauen eine Rakete. Und natürlich benötigen wir dafür keine Expansion. Wir benutzen die ganz normalen Teile, die jeder zur Verfügung haben sollte. Und zwar beginnen wir mit einem Triebwerk, einem Valiant-Triebwerk. Das schalten wir auch erstmal an. Und dann gehen wir zu den 6 breiten Teilen, holen uns hier diesen 30-Tonnen-Treibstofftank und 2 von diesen Separatoren. Den versetze ich hier erstmal, dazu kommen wir gleich noch. Dann holen wir uns hier eine Sonde, die packen wir in der Mitte und ziehen das dann so darüber. Wir aktivieren die Symmetrie, ziehen RCS-Schubdüsen hier hin. Damit haben wir dann eine größere Kontrolle über die Rakete. Strukturelle Teile, wir holen uns hier dieses 4-breite strukturelle Teil und nochmal so ein einzelnes strukturelles Teil. Das ist dazu da, dass wenn ihr umkippt, dass nur dieses kleine Teil kaputt geht, nicht der Rest. Das heißt, die Schäden werden dadurch minimiert. Hier haben wir dann die 4er strukturellen Teile für die Landebeine quasi. Also wir fangen hier ganz klein an. Und dann haben wir hier nochmal 2 einzelne Stücke. Heißt, ihr habt quasi 2 Chancen. Wenn da zweimal etwas kaputt geht, könnt ihr immer noch landen. Dann geht aber auch irgendwann das Triebwerk kaputt. Da müsst ihr da ein bisschen aufpassen. So, und das ist so ziemlich alles, was wir für unsere erste Rakete hier benötigen. Das heißt, wir nehmen hier unsere kleine Rakete. Und dann würde ich sagen, wir schalten das Triebwerk an. Und fahren so langsam den Schub hoch. Und ihr seht, die ist ein bisschen schwerfällig, die Rakete. Wir benötigen sehr viel Schub, um überhaupt von der Erde wegzukommen. Daher empfehle ich euch, verringert einfach mal den Treibstoff hier in dem Treibstofftank. Das heißt, wir gehen zurück zum Bauen. Einmal auf den Treibstofftank. Und dann reduzieren wir hier die Menge. Zum Beispiel auf insgesamt 24,6 Tonnen. Die Rakete hat dann eine Masse von 32 Tonnen, Schub 40 Tonnen, Schub pro Gewicht bei 1,25. Das ist doch ganz in Ordnung. Und damit sollten wir jetzt hier leichter abheben können. Und wenn wir hier bei 82 sind, dann heben wir schon ab. Ist natürlich immer noch eine ganze Menge, aber es reicht auf jeden Fall für die Beweglichkeit der Rakete quasi. Und die allererste Sache, die ihr mal machen solltet, ist, was ich im Grunde gerade schon gemacht habe, einmal ganz langsam abheben und einmal ganz langsam wieder landen. Bei diesen Höhen solltet ihr allerdings gar keine Probleme haben, dass die Teile irgendwie kaputt gehen können. Also es passiert eigentlich gar nicht. Ihr könnt nicht schnell genug fallen, dass da irgendwas kaputt geht. Wir tasten uns da einfach ganz langsam ran. Ja? Dann können wir auch mal ein bisschen höher abheben. So gehen wir mal bis 30 Meter oder so. Also schon ein ganzes Stück höher, 30 Meter. Und dann kann hier schon einiges kaputt gehen, wenn ihr überhaupt gar kein Triebwerk angeschaltet habt. Macht das einfach ein paar Mal, bis ihr euch da ziemlich wohl fühlt. Ich bin schon recht gut da drin. Dementsprechend brauche ich das nicht. Und dann machen wir eine weitere Sache, nämlich auf der Oberfläche entlang fliegen. Das heißt, wir müssen hier unseren Schub so kontrollieren, dass der Pfeil genau nach rechts bzw. nach links zeigt. Wir sind dann wie so ein Helikopter mit Raketenantrieb, der dann so durch die Gegend fliegen kann. Und dann empfehle ich euch, landet einmal auf der einen Seite vom Landepad und fliegt dann von dort aus zur anderen Seite. Das heißt, wir drehen uns hier nach links, damit wir die horizontale Geschwindigkeit verringern können. Und da sind wir hier auf der rechten Seite gelandet. Dann heben wir wieder ab, drehen einmal nach links. Auch wieder hier den Schub kontrollieren. Macht keine allzu starken Eingaben. Immer ein bisschen sanfte Eingaben machen, damit ihr dafür sorgen könnt, dass ihr nicht plötzlich durch die Gegend fliegt. Ja? Wenn ihr hier jetzt ganz plötzlich den Schub auf maximale Höhe schiebt, dann fliegt ihr einfach weg. Ja? Und dann könnt ihr halt schwer landen. Ihr verliert einfach die Kontrolle und könnt nicht mehr zurückkehren. So versuchen wir hier mal auf der rechten Seite jetzt zu landen. Und ich bin natürlich ein bisschen drüber geschossen, aber das ist an sich nicht schlimm. Müsst einfach wieder ein Stück zurückgehen. Und da sind wir auch auf der linken Seite gelandet. Dann hätten wir das, macht das auch ein paar Mal und danach heben wir wieder ab in glorreiche Höhen.
keine Ahnung, einmal bis irgendwie 150 Meter, vielleicht auch ein bisschen höher für die ersten paar Male. Und dann versucht mal gut auf der Erde zu landen. Ihr seht, ich habe es direkt kaputt gemacht. Erste Chance ist schon weg. Aber wir haben natürlich noch eine zweite. Also können wir hier nochmal abheben. Nochmal bis zur selben Höhe, bis ihr es schafft. Ist absolut kein Problem. Ich glaube, ich gehe hier mal bis 200 Meter. So. Und dann fliegen wir auch hier wieder zurück auf die Erde. Brauchen natürlich wieder eine Menge Schub. Und dann kommen wir auch gleich zum Hauptpunkt. Wie landet man eigentlich dann die Rakete? Ihr habt ja den Wert für die Höhe und den Wert für die Geschwindigkeit zur Verfügung. Und jetzt nehmt ihr die beiden Werte, ja, und die Geschwindigkeit soll nur ein Zehntel von der Höhe sein. Das heißt, wenn ihr bei 1 Kilometer Höhe seid, soll die Geschwindigkeit 100 Meter pro Sekunde betragen. Ja? 1000 Meter, 100 Meter pro Sekunde. Immer ein Zehntel. Und das probieren wir einfach mal, indem wir jetzt ein bisschen weiter nach oben steigen. Sagen wir mal bis 500 Meter. Da kommt das auch schon zum Effekt. Also wir haben hier 500 Meter, wunderbar. Wir erhöhen schon mal den Schub, sobald die Grenze quasi erreicht ist. Also hier etwa erhöht den Schub aufs Maximum und dann versucht mal die Höhe, wie eben gesagt, auf das Zehnfache zu bringen wie die Geschwindigkeit. Das heißt, wir erhöhen hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und jetzt verringern wir, damit wir hier ganz sanft auf der Erde landen können. Tritt ein bisschen nach rechts, damit wir wieder ein bisschen zur Mitte hinfliegen können. Ja? Also dann hätten wir das hier fast. Wenn wir unter so 50 Meter gelangen, da muss der Wert dann auch nicht mehr ganz so gut stimmen. Aber ihr seht, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wir sind ein bisschen quer geflogen, aber das ist an sich kein Problem. Dazu haben wir die RCS-Düsen, die können das dann ganz gut korrigieren. Und dann gehen wir nochmal ein Stück höher. Ja, also gehen wir jetzt mal hier bis 1 Kilometer Höhe und versuchen das von dort aus nochmal. Ein Kilometer, 1000 Meter erreicht. Wir haben hier noch 8,5%, das sollten eigentlich ausreichen. Ansonsten könnt ihr auch einfach die Rakete neu starten. Das ist ja an sich kein Problem. So, wir warten gerade noch ein bisschen. Jetzt sollten wir die Triebwerke anschalten. Und dann können wir hier den Schub ein bisschen regeln. Es sollte noch ein bisschen höher sein, der Schub. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt sind wir etwa an der richtigen Stelle. Und 10 Meter pro Sekunde reichen natürlich auch schon aus, auf Landebahnen oder auf strukturellen Teilen zu landen. Das ist da kein Problem. Die haben eine quasi maximale Einschlaggeschwindigkeit von etwa 12 Metern pro Sekunde. Wenn ihr unter dieser Geschwindigkeit seid, gehen die Teile dabei nicht kaputt. Räder zum Beispiel haben eine maximale Einschlaggeschwindigkeit von 50 Metern pro Sekunde. Das heißt, da könnt ihr quasi noch bessere Landebahnen draus bauen. Dementsprechend, ja, könnt ihr das auch gerne nehmen. Aber dann verliert ihr so ein bisschen das Gefühl dafür, welche Geschwindigkeiten gut und welche schlecht sind. Wenn ihr mit 50 Metern pro Sekunde auf die Oberfläche einkracht, dann geht ihr in den meisten Fällen einfach kaputt. So wie hier. Und das waren gerade mal 30 Meter pro Sekunde. Und damit wäre auch unsere zweite Chance schon vorbei. Dann gehen wir zurück zum Bau und bauen die Rakete um. Und zwar eine Rakete, die bis ins All kommt. Ja, also das ist jetzt hier schon ein massiver Schritt nach oben. Das solltet ihr auf jeden Fall ein paar Mal probieren erstmal. Wenn ihr ganz sicher seid, dass ihr das hinbekommt, dann könnt ihr es hier folgendermaßen umbauen. Statt die strukturellen Teile nehmen wir jetzt hier Landebeine. Die können wir natürlich einfahren und damit erzeugen sie weniger Luftwiderstand beim Aufstieg. Das hier ziehen wir weiter nach unten. Da kommt noch mehr Treibstoff hin, also mehr Flüssigtreibstoff. Wir benötigen erstmal nur zwei. Ihr könnt die natürlich so beliebig bauen, wie ihr wollt, aber beide dieser Raketen werden auch unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Falls ihr die haben wollt, dann könnt ihr euch die dort holen. Wir bauen das also hier noch ein bisschen aus. Wie gesagt, Landebeine hinzugefügt, noch ein paar RCS-Düsen. Und jetzt kommt hier noch die obere Stufe quasi, die dann in den Orbit fliegen soll. Damit fangen wir am Anfang noch nichts an, erst später. Ja? Also wir bauen hier erstmal so die Rakete, die sieht dann so aus. Wir fügen ein paar Stufen hinzu. Und zwar hier den Separator natürlich mit dem Triebwerk da drinnen, dann die äußeren Landebeine, damit sie mehr Luftwiderstand erzeugen.
das Ganze so ein bisschen stabiler machen und dann RCS-Düsen. Wir drehen uns dann quasi so ein bisschen, wir schalten die RCS-Düsen wieder aus, weil wir die in meisten Fällen nicht benötigen, verbraucht einfach nur unnötig Treibstoff. Beim Landen kann es dann wieder sehr nützlich sein, die RCS-Düsen zu haben. Wir haben mehr Kontrolle über die Rakete und dann können wir das nochmal einschalten und die quasi Landebeine, die Luftwiderstand erzeugen sollen, wieder einklappen. Das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt. Es hat dann am Ende gar keinen Effekt, wenn wir gelandet sind, aber egal. Dann haben wir hier noch den Separator, Fallschirm und Hitzeschild und damit hätten wir hier die Rakete umgebaut. Ihr seht, Schub pro Gewicht bei 1,19, das ist ganz in Ordnung. Bisschen höher wäre natürlich auch ganz gut, aber wir machen das erstmal so, wie es hier ist. Und dann erhöhen wir hier den Schub und vielleicht hätte ich noch das Triebwerk anschalten sollen vorher, aber egal, wir klicken einmal drauf, das Triebwerk ist angeschaltet und jetzt gehen wir zu unserem ersten Höhenflug und zwar bei 10 Kilometern Höhe. Das ist natürlich schon einiges im Vergleich zu 1 Kilometer Höhe, aber so viel schwieriger wird es dann auch nicht. Warum 10 Kilometer? An sich ist es eine recht gute Höhe, um es mal zu trainieren und ihr müsst euch noch nicht um die Wiedereintrittshitze kümmern. Die ist zu dem Zeitpunkt noch nicht groß genug. Dementsprechend funktioniert das eigentlich relativ gut. So, dann können wir hier die zweite Stufe starten. Die fliegt jetzt hier einfach weg. Wir zoomen ein bisschen raus und wechseln hier zur ersten Stufe. Die hat ein bisschen Hitze abbekommen, aber nicht allzu schlimm eigentlich. Also da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. RCS-Düsen können wir ausschalten. Und dann fliegen wir hier einfach bis zur Apoapsis. Da haben wir auch 10 Kilometer Höhe erreicht. Und jetzt sinken wir wieder langsam zu Boden. Wir fliegen so ein bisschen nach links, also empfehle ich euch, ein bisschen nach rechts zu drehen. Wenn ihr etwas nach rechts fliegt, ein bisschen nach links drehen. Das sollte an sich kein Problem sein. So, das fliegt hier noch weiter nach oben. Ich würde sagen, wir führen das noch ein bisschen weiter. Das landen wir auch einfach danach wieder mit dem Fallschirm. Also es ist absolut kein Problem. Und jetzt achten wir auf unsere Geschwindigkeit. Ja? Also sobald die Geschwindigkeit ein Zehntel von der Höhe erreicht hat, starten wir die Triebwerke. Bei den größeren Raketen starte ich die erst bei der Höhe 1 Kilometer, aber das ist dann ein bisschen was anderes, dazu kommen wir auch gleich noch, keine Sorge. Jedenfalls würde ich sagen, starten wir jetzt hier gleich die Triebwerke bei etwa 2 Kilometer Höhe. Wir fahren auch schon die Landebeine aus und dann müssen wir unsere Geschwindigkeit auf ein Zehntel der Höhe bringen. Also in dem Fall ist es jetzt gerade maximalen Schub, weil wir schon ein bisschen weit davon entfernt sind. Und jetzt können wir wieder den Schub verringern. Das ist so ziemlich ein Zehntel, vielleicht ein bisschen zu niedrig. Und wenn wir das hier auf 40% packen, dann sollte es ganz gut sein. Wir landen hier auf der Schräge. Daher empfehle ich euch, rutscht nochmal ein bisschen rüber. Dann landen wir hier einfach auf dem Boden. Der ist zum Glück auch glatt, also es sollte eigentlich kein Problem sein. Wunderbar. Und da sind wir auf der Erde gelandet. 37%, das ist natürlich eine ganze Menge. So viel benötigen wir eigentlich gar nicht. Aber in dem Fall haben wir halt so viel. So, hier würde ich mich so ein bisschen seitlich drehen, ja, damit wir davon später nicht mehr getroffen werden. Und dann landen wir hier einfach wieder die Kapsel. Die ist hier in die obere Atmosphäre aufgestiegen, hat gar nicht erst die Atmosphäre verlassen. Und dann fliegen wir hier langsam Richtung Erde. Vielleicht treffen wir die untere Stufe. Ich würde sagen, ist eher unwahrscheinlich. Wir könnten vielleicht davon getroffen werden, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Wir beschleunigen einfach mal die Zeit bis 500 Meter Höhe. Bei 500 Metern öffnen wir dann den Fallschirm, warten dann bis 200 Meter Höhe und dort trennen wir den Hitzeschild ab. Da ist die zweite Stufe, die knallt jetzt hier fröhlich auf den Boden, genauso wie der Hitzeschild, der kommt gleich hinterher. Und dann landen wir hier auch auf dem Feld, auf dem Beton, keine Ahnung, Asphalt, was auch immer, neben der ersten Stufe und die steht dann hier fröhlich herum. Das ist also die erste Landung. Relativ einfach eigentlich. Ich empfehle euch, macht die ein paar Mal, ja, bis ihr es wirklich drauf habt, bis ihr es zwei, dreimal hingekriegt habt. Ich mache genau dasselbe mit meinen Avalon und Atlantis Raketen. Das heißt, ich habe hier schon ein paar Jahre an Erfahrung. Ja. Dann gehen wir zurück zum Start. Und diesmal gehen wir ein bisschen höher. Und zwar bis 30 Kilometer Höhe außerhalb der Atmosphäre. Und wir kriegen schon einiges an Wiedereintrittshitze an unserer Rakete.
die Apoapsis hat die Atmosphäre verlassen. Dann starten wir auch hier noch die zweite Stufe, wechseln wieder zur ersten Stufe. Die fliegt dann halt noch ein bisschen weiter. Und jetzt benutzen wir auch tatsächlich die RCS-Düsen. Und zwar sorgen wir dafür, dass unsere Flugbahn ganz gerade nach oben und nach unten verläuft, sodass wir immer noch in der Nähe vom Weltraumzentrum landen werden. Und dann können wir die auch wieder abschalten. Wir beschleunigen die Zeit ein bisschen, dass wir quasi die Atmosphäre verlassen. Und dann treten wir an sich auch gleich wieder ein. Das heißt, es war hier nur so ein kurzer Sprung nach oben. Das wird eine Weile brauchen, bis es wieder zurückkommt. Also da müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen, sondern wir kümmern uns hier um unsere erste Stufe und die schalten hier schon mal auf volle Leistung. Denn es kommt gleich dazu, dass wir hier einiges an Hitze erhalten. Ihr seht schon, das heizt auf. Normalerweise würde ich bei 20 Kilometer schon starten, wenn man tatsächlich in ein Orbit fliegen möchte. Hier empfehle ich euch, startet einfach sobald 150 Grad Celsius an Hitze erreicht werden. Bei einer Geschwindigkeit von 300 Meter pro Sekunde würde ich dann die Geschwindigkeit halbieren auf 50% und dann bei 250 können wir das ganz ausschalten. Wir haben halt einfach eine Menge Treibstoff und auch nicht viel Hitze, einfach damit ihr noch ein bisschen das mitbekommt, dass irgendwas passiert. Ja? Und jetzt auch hier wieder die Höhe, Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit sollte ein Zehntel von der Höhe sein und dann starten wir die Triebwerke. Hier dauert es ein bisschen länger. Wir haben einiges mehr an Luftwiderstand erlebt, dementsprechend haben wir das dann bei etwa 1,4 Kilometern. Auch hier wieder die Landebeine öffnen. Die Geschwindigkeit ist ein bisschen zu niedrig geworden, also können wir hier den Schub reduzieren, bis wir wieder quasi die Linie treffen. Und dann können wir das hier wieder erhöhen. Wunderbar. Und dann sollten wir gleich auf der Erde landen. So, noch ein bisschen die Geschwindigkeit verringern. Wir haben einiges an Treibstoff, also wenn ihr zu langsam landet, ist das absolut kein Problem. Und da haben wir eine wunderbare, sanfte Landung hingelegt auf der Oberfläche der Erde. Hier, das verglüht gleich, denke ich mal. Und dann bleibt unser Hitzeschild übrig. Unser Hitzeschild bleibt übrig, ganz genau. Und dann haben wir die Kapsel, damit landen wir jetzt hier auf der Erde. Das kleine Stück, das wird auch noch irgendwann zurückkommen. Wird ganz in der Nähe dann einschlagen. Absolut kein Problem. So, wir werden wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Weltraumzentrum landen. Auch wieder bei 500 Metern Fallschirm öffnen und bei 200 Metern Hitzeschild abtrennen. Und dann landen wir hier wieder zurück auf der Erde. Diesmal sind wir tatsächlich ins All gekommen, ja, über 30 Kilometer Höhe. Und damit sind wir wieder zu Hause. Wunderbar. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich unsere erste Stufe. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Teil, und zwar den tatsächlichen Orbit. Ja, wir sind also schon im All gewesen, haben aber keinen Orbit erreicht. Dementsprechend machen wir das einfach nochmal. Starten hier die Triebwerke, beziehungsweise das einzelne Triebwerk. Und diesmal folgen wir auch tatsächlich der Winkelanzeige bis 45 Grad. Nicht weiter, weil dafür reicht dann irgendwann der Treibstoff einfach nicht mehr. Und so funktionieren dann auch meine Atlantis- und Avalon-Raketen. Das heißt, wenn ihr diese Rakete jetzt hier landen könnt, dann sollte es ganz genauso eigentlich auch mit meinen Atlantis- und Avalon-Raketen funktionieren. Da erreichen wir auf jeden Fall die obere Atmosphäre und das All. Jetzt starten wir hier die zweite Stufe und wir drehen direkt horizontal nach rechts, maximieren den Schub und beschleunigen die Zeit. Wir fliegen jetzt damit einfach erstmal in den Orbit. Das hier fliegt dann noch so ein bisschen durch die Gegend. Darum kümmern wir uns erstmal nicht, sondern wir sorgen dafür, dass diese Kapsel tatsächlich den Erdorbit erreicht. Und das sollten wir auch eigentlich gleich haben. Wir brauchen 1670 Meter pro Sekunde etwa. Und das haben wir gleich. So, ein bisschen nach rechts drehen. Und da haben wir es. Niedrige Umlaufbahn um die Erde erreicht. Wunderbar. Dann gehen wir zurück zu unserer ersten Stufe. Drehen uns hier nach links, entgegen der Fallrichtung.
erhöhen die Schubkraft auf 100% und bei 20 Kilometern Höhe aktivieren wir das Triebwerk, verlangsamen uns bei 500 Meter pro Sekunde, reduzieren wir den Schub auf die Hälfte, also auf 50%, und bei 300 Metern pro Sekunde halbieren wir es nochmal auf 25%. Und dann lassen wir es einfach laufen, bis wir bei 200 Metern pro Sekunde ankommen. Wunderbar. Wir haben hier noch 10%. Das ist etwa das Doppelte von dem, was ich normalerweise für Landungen benötige. Vielleicht beim ersten Mal reicht das für euch nicht, aber darum geht es ja hier gerade. Trainieren, besser werden. Und dann sollte das auch irgendwann funktionieren. Wir warten jetzt hier bis zu einer Höhe von 1 Kilometer. Und dann starten wir auch den Landeanflug. Wir drehen uns noch ein bisschen nach rechts. Und dann hier Triebwerk, Hob, Landebeine. Wir haben sehr viel Schub. Wir haben sehr viel Schub. So viel Schub bin ich normalerweise gar nicht gewöhnt. Die anderen Raketenstufen der Avalon- und Atlantis-Reihe sind deutlich größer, schwerer, reagieren damit deutlich langsamer auf diese Eingaben. Aber jetzt haben wir es auch. Also wir sind bei einer ziemlich guten Geschwindigkeit, gute Höhe und da landen wir gleich. Noch ein bisschen nach rechts drehen, die horizontale Geschwindigkeit loswerden, Schub erhöhen und da sind wir gelandet. Wunderbar. Fast umgekippt, aber wir haben ja zum Glück die RCS-Düsen. 3,1% Treibstoff. Ihr seht, das hat wunderbar geklappt. Wenn ihr das noch ein paar Mal macht, dann seid ihr auf jeden Fall fähig, Raketen zu landen. Und dann bringen wir noch die kleine Rakete hier zurück. Die zweite Stufe. Ist natürlich nochmal eine etwas andere Sache vom Weltall aus zu landen. Aber ich packte einfach vorne die Hitzeschilder dran und dann funktioniert das schon. So, wir verlassen jetzt den Orbit und fliegen dann so langsam zurück. Bei 500 Metern öffnen wir den Fallschirm und dann bei 200 Metern trennen wir den Hitzeschild ab und dann landen wir wieder auf der Erde mit unserer kleinen Kapsel hier. Wir haben etwa einen halben Orbit gemacht. Ja, war ja jetzt nichts Besonderes. Es ging ja primär um die Landung. Können wir einsammeln. Da ist nichts Besonderes dabei. 1529 Grad Celsius war die maximale Temperatur. Und da haben wir hier die erste Stufe. Wie gesagt, 3,1% Treibstoff können wir auch einsammeln und dann gehen wir zurück zum Weltraumzentrum. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal, die Links zu den beiden Raketen sind unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!